Auf Kurs meldet sich zurück, diesmal aus dem Presseraum des FC Hansa Rostock, neben mir Patrick Wolf, der frisch vom Arzt kommt. Du bist ja ein bisschen verletzt. Was sagt denn so der Arzt zu dir? Ja, was sagt er? Ich bin jetzt leider schon seit 4 Wochen verletzt. Die genaue Prognose können wir immer noch nicht wiederstellen, weil die Schmerzen nicht richtig weggehen. Ich hoffe jetzt aber am Ende der Woche nochmal einen neuen MRT-Termin und hoffe, dass es dann Klarheit gibt. Habt ihr so einen kleinen Zeitfahrplan, wann du eigentlich wieder auf dem Rasen stehen sollst? Ja, Zeitfahrplan. Eigentlich wollte und sollte ich schon längst wieder draufstehen. War schon unser Ziel, aber es gab immer wieder Rückschläge und jetzt hoffe ich, dass das MRT nochmal die Klarheit bringt. Nagt es an dir ein bisschen, dass du jetzt verletzt bist? Ja, auf jeden Fall. Ein neuer Trainer muss sich neu beweisen. Alle fangen bei Null an. Die Mannschaft hat Erfolge. Es ist immer schwer, dann wieder reinzukommen. Ich freue mich natürlich aber selber, will man immer auf dem Platz stehen. Ich freue mich jedes Mal wirklich, wenn ich draufgehe. Und jetzt immer auf dem Fahrrad zu sitzen, ist nicht meins. Jetzt kommen wir mal erstmal weg vom Aktuellen. Das behandeln wir nachher noch. Kommen wir zurück zu der Anfangszeit. Du bist ja relativ früh in die Fußstapfen des Fußballers getreten. War dein Weg eigentlich so ein bisschen vorprogrammiert, dadurch, dass dein Vater Fußballer war? Ja, schwer zu sagen. Meine ganze Familie ist zwar Fußball verrückt, aber ich glaube eigentlich, dass meine Familie nicht den Fußballerweg für mich vorgesehen hat. Also es war immer, die Schule geht vor. Ich habe zwar immer Fußball nebenher gespielt, auch ziemlich früh angefangen, aber jetzt, dass es hauptberuflich wird, war eigentlich nicht das Ziel. Was hast du denn damals mitgekriegt vom Fußballer deines Vaters, also der ständig von Platz zu Platz praktisch hetzen musste? Ja, was habe ich mitbekommen? Live habe ich ihn nie spielen sehen. Ich habe ihn eigentlich erst als Manager mitbekommen. Ja, was habe ich mitbekommen? Viele Hochs und Tiefs. Ich weiß selber, wie es ist im Fußball. Es geht schnell bergauf, aber auch schnell auch wieder bergab. Ich denke, das sind so die Hauptsachen, die ich mitbekommen habe. Konnte dein Vater so ein bisschen das Trend von zu Hause, also dass er das Fußballsein erstmal weggelassen hat von zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, daheim war Fußball nicht oft Thema, muss man wirklich sagen. Aber es ist, denke ich, auch wichtig, wenn sonst kontrolliert nur der Fußball und lässt man sich auch anstecken, wenn es gut läuft, ist alles gut und wenn nicht, ist daheim auch alles schlecht und das ist nicht die Sache, man muss das schon trennen können. Wenn man so guckt auf Kinder, dann sagt man Kinder von Managern und Kinder halt auch von Fußballern, die müssen viel reisen. Wie ist das eigentlich, immer wieder praktisch den Ort zu wechseln, immer wieder einen neuen Freundeskreis zu erschließen? Ja, sehr schwer. Als junger Fußballer, ich denke, ist es leichter. Du bist immer in Fußballgruppen, du bist immer wieder in neuen Vereinen. Dich da auch wieder neu anzupassen, ist nicht leicht. Aber ja, ich denke, die Schulsysteme ist das Schwierigste, wenn man überlegt. Ich habe in Niedersachsen mehrere Zeit gewohnt, musste da nach Bayern wechseln. Ist ein ganz anderes Schulsystem, was in Deutschland auch anders anerkannt wird. Also ich denke, das ist in der Jugend ja für mich mit das Schwierigste gewesen, die Schule dann auch sozusagen anzupassen. Hat dich das für deinen Lebensweg gestärkt oder hat dich das eher blockiert? Ja, schwer zu sagen, ob das mich gestärkt oder blockiert, das kann ich nicht sagen. Also ich fühle mich wohl. Wie gesagt, ich denke, das stärkt eine Familie. Ja, komplett. Man weiß, man kann sich eigentlich oder man verlässt sich komplett nur auf die Familie. Man hat nicht so die Freunde jetzt wie andere über mehrere Jahre, wenn man einfach auch zu viel wechselt und dann wieder neue Freunde sucht. Ich glaube, es hat mich auf jeden Fall gestärkt, ja. Jetzt kommen wir mal darauf zu sprechen, bist du Fußballer geworden wegen deinem Vater oder bist du Fußballer geworden trotz, dass dein Vater Fußballer war? Das ist eigentlich schwer zu sagen, bin ich ehrlich. Also mein Vater hat mal zu mir gesagt, früher lass es lieber, das ist sowieso schwer genug und wie auch immer. Aber ich weiß nicht, also ist bestimmt eine Mischung aus beiden. Also ich bin wegen und auch trotz. Also ich liebe halt einfach den Fußball. Ich habe ihn schon von Anfang an geliebt. Klar, ich habe ihn auch in die Wege geleitet bekommen. Mein Onkel war Fußballer, die ganze Familie ist fußballverrückt. Aber ja. Ja, ob das jetzt so viel Einfluss genommen hat, dass mein Vater Trainer oder Spieler, weiß ich gar nicht. Wir kommen gleich auf die aktuelle Situation von dir und von Hansa Rostock zu sprechen. Vorher wollen wir noch einen Beitrag über eine Hansa-Legende zeigen und dann sind wir mit Patrick Wolf hier zurück. Axel Rittentiet, wie man ihn heute kennt. Engagiert und lautstark, wie hier beim Training der Hansa-Amateure. Und mit dieser Art als Trainer hatte der 43-Jährige auch bereits einigen Erfolg. Zum Beispiel in der letzten Saison, wo die Reserve des Vereins in der Oberliga Meister wurde. Wo wir auch von Anfang an gesagt hatten, wir wollen Erster werden, wir wollen hoch. Und das haben wir geschafft. Und wenn man dann natürlich auch hinten raus erfolgreich ist, dann ist das natürlich ein Riesenerlebnis, keine Frage. Und auch das ist Axel Rittentiet. Lauf- und zweikampfstark als Verteidiger zu seiner aktiven Zeit bei den Hanseaten. Bereits mit 18 Jahren schaffte er es in den Kader der ersten Mannschaft 1987. Und in diesem blieb er bis zur Saison 1990-91.
Jene Spielzeit, in der die Kogge die letzte Meisterschaft der DDR gewinnen konnte. Gerade in dieser allerdings verletzte er sich schwer mit einem Knöchelbruch. Eine Verletzung, von der sich Riedentiet nur langsam wieder erholen konnte und die für ihn quasi das Kapitel Profifußball beendete. Ja, mich hat es natürlich ziemlich stark zurückgeworfen. Mit diesem Knöchelbruch war über ein Jahr außer Gefecht, war bei vielen verschiedenen Ärzten, die mir leider aus heutiger Sicht nicht helfen konnten. Zuletzt bin ich dann wieder in der Heimat Rostock gelandet, wo mein Knöchel dann nochmal nachträglich gebrochen wurde, wo er dann nochmal operiert wurde, wo dann nochmal eine Leidenszeit von 4 Monaten nach sich zog. Und das war schon alles ziemlich bitter. Zwar waren die Jahre im Bezahlfußball im Vergleich zu anderen Kickern rar, allerdings erlebte er während dieser eine Menge. So zum Beispiel die Flucht von Teamkamerad Axel Kruse in den Westen. Nach seiner Zeit als Aktiver bei den Ostseekickern ging der Spieler Riedentiet zunächst auf Wanderschaft. Ob beim PSV Rostock, Parchimer FC, dem Greifswalder SC oder SV Warnemünde, stets hinterließ er einen guten Eindruck. Die letzte Station als Spieler bei Anker Wismar sollte dann auch seine erste Station als Trainer werden. Na, der Wunsch war schon immer in meiner aktiven Zeit, hinten raus auch mal Fußballtrainer zu werden. Dass es dann so schnell ging, das konnte keiner ahnen. Aber die Situation damals in Wismar hat sich so ergeben. Und dann habe ich auch schnell Gefallen daran gefunden. Seit 2006 nun ist Axel Riedentiet zurück bei der Kogge und trainiert seit 2009 die Amas. Nach der sehr erfolgreichen letzten Saison ist die Truppe von ihm etwas holprig in die neue Spielzeit gestartet. Zuletzt allerdings gab es den ersten Dreier und damit das erste positive Zeichen, dem nun weitere folgen sollen. Für anspruchsvolle Leistungen bedarf es optimaler Bedingungen. Und genau das ist unsere Philosophie, um ambitionierte Ziele ins Auge zu fassen. Und um diese zu erreichen, kommt es stets auf das Detail an. Palmberg, ich freue mich aufs Büro. Rostock geht ab. Die ganze Stadt in einer App. Jetzt Rostock mobil erleben und entdecken. Zahlreiche Angebote aus Gastro, Hotels, Shopping, Kultur, Events, Specials und vieles mehr. Die wichtigsten Termine und Veranstaltungen. Aktuelle Tagestipps, Stadtrundgänge und Erlebnistouren. Benutzereigene Favoritenliste und. Jetzt gratis downloaden im iTunes App Store. Und wieder zurück mit Patrick Wolf. Ich hatte dich vorhin schon gefragt, ob du trotz deines Vaters oder wegen deines Vaters Fußballer geworden bist. Die gleiche Frage könnte ich dir stellen, warum du zum FC Hansa Rostock gekommen bist. Trotz oder wegen deines Vaters? Ja, ist auch schwer zu sagen. Ich glaube eher, wäre der Weg anders gewesen, trotzdem oder wegen meines Vaters nicht hierher zu kommen. Ich glaube, ja, man sieht es jetzt, wie schnellliebig Fußball ist. Wenn mir vorher einer gesagt hätte, mein Vater ist nach, ich weiß gar nicht, wie genau, in Spieltagen, aber kein Trainer mehr von Hansa Rostock, hätte ich den Weg auch gemacht. Ich bin fasziniert von dem Verein, habe ich immer gesagt. Ich finde einfach, ja, die Bedingungen hier generell, die Fans, ich war auch schon mehrere Heimspiele vorher, bevor ich hierher gewechselt bin hier. Ich habe hier mit Burghausen gespielt und es ist für mich einfach ein super Gefühl, hier zu spielen. Unabhängig davon, ob mein Vater Trainer ist oder wer auch immer Trainer sein wird. Jetzt wollen wir eigentlich nicht immer auf diese Vatergeschichte rumhacken, aber es ist ja schon so, Fußballer werden an Leistung gemessen, aber man hat immer das Gefühl, du musst 10% mehr bringen. Hast du auch so einen besonderen Druck gespürt? Ja, ich habe schon Druck gespürt, aber ich denke, den hast du immer. Ja, also ich denke, wenn du rausgehst und hier musst du ein gutes Spiel machen. Ja, das reicht nicht immer nur, um zu gewinnen. Du musst auch mal gute Spiele machen. Das habe ich gegen Stuttgart Kickers gesehen, das erste Mal vorher. So einen Druck gab es eigentlich für mich nicht. Klar ist das nochmal ein anderer Druck, aber ich denke, wenn du als Fußballer ohne Druck auf den Platz gehst, dann bringt es sowieso nichts.
Jetzt hat Hansa am Anfang leider nicht so schöne Ergebnisse gebracht. Du bist sicherlich mit dem Start der Mannschaft nicht zufrieden. Wie warst du mit deinem Start für dich zufrieden? Du hast es ja zum Stammspieler gebracht und durchaus ansehnliche Leistung gezeigt. Ja, am Anfang, wie gesagt, war auch sehr schwankend, auch von mir. Ich muss sagen, am Ende habe ich mich dann ein bisschen auch gesteigert, auch stabilisiert. Das ist natürlich dann schade, dass es dann genau zu dem Zeitpunkt dann sozusagen die Verletzung gekommen ist. Die wirft mich natürlich schon wieder zurück. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich sehr gute Gespräche mit dem Trainer gehabt und freue mich richtig, wenn ich wieder fit bin und denke auch, dass ich da gestärkt rauskommen kann. Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Wie nah bist du eigentlich derzeit dran an der Mannschaft durch deine Verletzung? Ja, wie nah, also an der Mannschaft bin ich komplett, ich bin jedes Training da, ich bin, wie gesagt, nur auf dem Platz abwesend, also die Ansprachen auf dem Platz verpasse ich dadurch vollkommen, aber jede Ansprache in der Kabine, ich bin immer da, bin komplett eigentlich integriert und fühle mich auch wohl und hoffe, dass es jetzt endlich wieder losgeht auf dem Platz. Merkst du so eine kleine Aufbruchstimmung? Ich meine, neuer Trainer, unabhängig davon, wer davor Trainer war, bringt ja immer so einen neuen Aufbruch mit, weil er neue Ideen mitbringt. Merkst du das auch in der Mannschaft, dass so ein bisschen eine kleine Aufbruchstimmung da ist? Ja, klar, auf jeden Fall, also man merkt es, man sieht es, denke ich auch, also wenn man sieht, die Siege, die tun uns enorm gut. Ja, man sieht auch, was wir eigentlich zu leisten können. Und ich denke, jeder Sieg bringt uns weiter und festigt uns noch mehr. Und ich glaube, da können wir uns noch auf uns selber freuen. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann hat sie sich stark gebessert. Glaubst du, dass das vorangegangene Ziel, dass man gesagt hat, man möchte aufsteigen, noch möglich ist? Ja, ich denke, das ist jetzt zu weit in die Zukunft gegriffen. Wir müssen jetzt auf uns achten, erstmal langsam. Wir haben vor 2 Wochen, wurden wir totgesagt, ja. Jetzt auf einmal werden wir wieder hochgejubelt. Ich denke, man muss einfach einen Mittelweg finden. Wir wissen selber, wie wir es einschätzen. Wir wollen einfach bis zur Winterpause weiter so uns konstant jetzt steigern. Und dann werden wir sehen, was nach der Winterpause alles möglich ist. Mal abseits des Fußballplatzes gesehen, du bist zwar erst 23 Jahre jung, hast aber schon im Gegensatz zu anderen Fußballern eine Lehre in der Tasche. Machst du dir trotz deiner 23 Jahre schon Gedanken über die Zeit danach? Ja, klar, das ist ja auch eine Sache, wo meine Eltern sehr viel Wert drauf gelegt haben oder generell meine Familie, das, was danach kommt, weil sie wissen, mein Vater hat Spieler kommen sehen und ja, kommen und gehen sehen ohne Ende. Ja, also er weiß selber, wie es ist. Du kannst, ja, dummes Beispiel, jetzt bin ich auch wieder verletzt. Es kann immer sein, dass eine Verletzung passiert, die mich vielleicht wirklich invalide erscheinen lässt und dann habe ich wenigstens irgendwas in der Tasche, was ich vielleicht jetzt nicht brauche oder jetzt auch nicht hin will, aber ja, dann bleibt mir wenigstens kein anderer Weg und ich habe noch eine Möglichkeit da. Wenn man so auf deinen Lebenslauf guckt, du hast ja schon schwere Verletzungen hinter dir. Du hast, glaube ich, auch schon einen Kreuzbandriss hinter dir gehabt und hast als Lehrer Automobilkaufmann gelernt. Ist das auch ein Job, wo du dich später siehst oder orientierst du dich vielleicht nochmal anders? Ja, Kreuzbandriss war jetzt, das war eher ein Außenbahnabriss mit Kreuzband. Also das wurde auch immer, das ist leider in meiner Vita so drin, aber ich bin nicht ganz wegen Kreuzbandriss ausgefallen, aber es war schon eine schwierige Verletzung, das stimmt. Zu dem Beruf, naja, also es war eine Kooperation mit meinem damaligen Verein, 1. FC Nürnberg, mit dem Autohaus. Das hat mir ermöglicht, ja, jede Trainingseinheit wahrzunehmen. Ich bin ehrlich, ich kann mich jetzt in dem Beruf, denke ich, nicht so sehen, aber es ist zumindest ein kaufmännischer Beruf, wo ich sagen kann, okay, man kann sich dann vielleicht noch in andere Richtungen hin entwickeln. Dann hoffen wir, dass du noch 10 Jahre bis dahin hast, denn 33 ist so ein perfektes Aufstiegsalter für einen Fußballer. Wir hoffen, dass du bald wieder auf dem Platz bist, dass du uns weiterhelfen kannst und damit auch Sie, Patrick Wolf, demnächst mal live im Stadion hoffentlich auf dem Platz erleben können, verlosen wir 5x2 Eintrittskarten und sagen bis zum nächsten Mal. Drei Punktspiele unter Trainer Fascher und es gab 3 Siege für den FC Hansa. So kann es natürlich weitergehen am Samstag, wenn die Kogge in der DKB-Arena den VfL Osnabrück empfängt. Mit den Niedersachsen bekommen es die Ostseekicker mit einem potenziellen Aufstiegskandidaten zu tun. Die Mannen aus Osnabrück liegen derzeit noch vor uns in der Tabelle. Das soll sich natürlich schnellstmöglichst ändern. Und für alle, die nicht live im Stadion dabei sein können, dem sei das Hansa-Fanradio ans Herz gelegt. Und für das nächste Heimspiel gegen Alemannia Aachen verlosen wir wieder 5x2 Eintrittskarten. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com.